zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, ich bin leider immer noch ein bisschen erkältet. Das ist die zweite Aufnahme. Beziehungsweise mit meiner Corona ein bisschen habe ich zu tun. Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz, es gibt für euch weiterhin die Folgen. Ich hoffe, es geht trotzdem einigermaßen. Und ihr habt ein bisschen was davon. Ja, ich bin ein bisschen weitergekommen in meinen Ausbauplänen, wie ich es mir vorstelle. Und zwar, ich habe das momentan noch mit diesen Blöcken gebaut. Die kann man noch abrupfen. Und zwar habe ich mir gedacht, hier ein elektrisches Rolltor einzubauen. Das heißt, wir müssen hier zumachen. Und irgendwie so ein Auslöser mit so einer Kamera oder so hätte ich mir gedacht, dass wir das machen. Und vielleicht kriegt man dort oben hin, dass wir über die City Fire Station, dass wir da oben was hinbasteln, wo wir einen Generator dran machen, um dann hier runter zu kommen. Hier, diese zwei möchte ich auch noch irgendwann aufrüpfen und auch Tore reinmachen, Elektrotore. Ist aber Zukunftsmusik, so sieht es aus. Hier soll vielleicht mal ein Fenster reinkommen, habe ich mir gedacht. Vielleicht machen wir das hier an den diversen Fronten auch. Das muss ich mir mal angucken. An dieser Ecke vielleicht auch. Wir müssen ja mal rausgucken können, ne? Oder vielleicht auch so eine Schießscharte oder sowas. Ja, mal gucken. Es ist ja viel möglich, was man da so machen kann. Jetzt wollte ich aber hier vielleicht diese Ecke da noch zumachen. So, genau. So, momentan können wir jetzt zwar, hier soll eine, die Türe von da drüben auch hier nochmal reinkommen. Und was wir hier im Vorfeld da machen, das sieht man dann. Vielleicht machen wir hier auch nochmal ein bisschen was. Vielleicht machen wir eine Box hin, so eine Fahrbox oder was auch immer. Vielleicht machen wir ein Dach noch oben drüber, ein kleines. Das müssen wir alles mal gucken, wie wir es machen. Hier habe ich mal angefangen, auch ein bisschen zuzuklopfen. Ne? Dass der Untergrund, wissen wir ja, der ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, aufgeweicht. Also hier wird sich nicht mehr allzu viel tun, denke ich mal. Das heißt, wir können hier definitiv schon mal ein bisschen zuklopfen, das Ganze. Vor allem auch die Mauern hier. Jetzt die Fenster würde ich es tatsächlich so lassen. Nee, ja, nee, da gibt's, es gibt doch auch Fenster, oder? Holzfenster, Eisenfensterläden. Sogar sowas. Das sind Fensterläden. Ja, aber Glasfenster? Ein Glasblock. Kugelsicheres Glas. Oha, da braucht man ja viel. Aber das kriegt man schon hin. Also Sand haben wir genug. Stein, Blei. Da waren sie wieder unsere zwei Probleme. Wo kriege ich Blei, meine Lieben? Wo kriege ich das liebe Blei her? Gut, jetzt fahren wir schon mal richtig hier raus. Ich wollte mal... Moment. Ich wollte mal kurz zum Händler hier gehen, vor Ort. Also die Tür ist schon wesentlich besser als die vorhergehende, sage ich jetzt mal so. Also da traue ich mich schon wesentlich mehr zu. So viel haben wir ja gar nicht drin zum Verkaufen. Ich möchte trotzdem mal ganz kurz schauen, was der Gutste anzubieten hat derzeit. Da schmeiße ich wieder rein. Das sind unsere automatischen Schrotflintengeschütztürme. Die möchte ich auch noch irgendwie aufbauen. Nagelpistole nicht zu vergessen. Die können wir auch sehr gut gebrauchen, wenn wir dann anfangen mit Ausbauen. Den Bewegungssensor brauchen wir. Ja. Also so sind wir recht gut aufgestellt, aber wir müssen definitiv mal ein bisschen Zeugs noch holen. Es reicht definitiv nicht, was wir alles so an Bord haben. Und wir brauchen auch Geld. Ja, so sieht's aus. Es hilft halt nichts. Ja, es hilft halt einfach am Ende des Tages nichts. Ohne Geld bist du nichts. Es ist wie im Real Life. Ohne Moos nichts los, meine Lieben. Ohne Moos ist nichts los. Doch. Nein, jetzt hätte ich fast was anderes gesagt. Das verludeln wir mal. Dann haben wir hier noch ein bisschen Eisen. Da ist nämlich so viel. Ah, da müssen wir Eisen einschmelzen. Kräftig Eisen einschmelzen. Wir haben Eisen. Ich habe Eisen, Eisen, Eisen. Da ist ganz viel Eisen. Lass uns hier mal kräftig Eisen einschmelzen. Hier wieder was zustande kommt. Blei kann man auch einschmelzen. Ne? Haben wir hier schon Blei eingeschmolzen? Ja, wir haben Blei eingeschmolzen. Ist das
Ach so, ja, Blei bringt uns ja nichts. Wir brauchen immer noch Kohle, ne? Okay. Ich dachte, Blei gibt es Kohle. Ne, das wird nichts. Okay. Essen sollte man noch mal was. Wir haben ja so viele Büchsen. So, uns mal ein bisschen Lamm und so best essen. Soll auch nicht schaden. Die Dosen packen wir mal hier rein. Ich würde das mal mitnehmen, mal auffüllen. Ne? Das können wir dann auch mal wegmachen. So, kommt, lasst uns mal zum Händler fahren. Ich möchte mal gucken, was der noch hat. Nachdem wir hier die Nachbarn wieder befriedigt haben, mit ihrer. Weil sie doch immer wieder neugierig sind, was wir hier so treiben. Aber es ist auch schön, ne? Es wäre ja langweilig, wenn sich keiner mehr für uns interessiert, wären wir auch nicht zufrieden. Ist doch ganz schön, dass die Nachbarn immer wieder mal nach dem Rechten gucken. Das heißt, wir könnten hier ohne Probleme in den Urlaub gehen. Unsere Putze wäre mit Sicherheit ausgeräumt. Genau. Ja. Die Hortenfalle muss jetzt nochmal hertun. Haben jetzt nicht viel gemacht an der Hortenfalle. Upsasse. Einmal Pirouette. Wir haben jetzt nicht allzu viel gemacht an unserer Butze bzw. unserer Hortenfalle. Ja, da müssen wir irgendwann mal wieder mehr Hand anlegen. Wir wollten auch noch ein bisschen eine zweite bauen, weil die erste, ja, die hat uns ja recht gut durch das letzte Nacht geführt. Wir müssen vielleicht die Mauer nochmal ein bisschen verstärken. Vielleicht ein bisschen Eisen dran packen oder Stahl. Aber das kostet natürlich auch Stahl. Aber da haben wir jetzt ein paar Blöcke ja durchgelassen und das ist ja schon mal nicht so schlecht. Ne? So, ich wollte hier nochmal kurz reingucken, weil du kriegst hier diesen Honig. Du kriegst hier von mir ein paar von denen. Die brauchst du einmal. Das wollen wir verkaufen. Komm, das gebe ich mal dir. 5000. Ich brauche eigentlich das. Ja, ein bisschen was würde ich behalten. Die kriegst du mal komplett. Das auch. Du kriegst einfach mal das ganze Verbund und Warnmaterial und das Zeug. Das nehme ich dann einfach raus, wenn ich es brauche. Ne? Ich nutze dich jetzt einfach mal ein bisschen als Haltung. Schießpulver. Nur das unbedingt Nötigste reicht ja eigentlich für uns, ne? So, dann lass uns mal kurz reingehen zum freundlichen Händler von nebenan. Der immer wieder aufs Neue... Aber er ist immer da, direkt, ne? Er ist immer da, unseren Auftrag haben wir noch nicht erfüllt, aber du nimmst uns bestimmt diesen Mantel ab. Und diesen... Was, den willst du nicht? Okay, aber dem hast du Interesse, ne? Was hast denn du? Tag 43 ist wieder Auffüllung. Minimotorrad brauchen wir nicht, Hammer. So, ich mal. So langsam lässt es ein bisschen nach. Für die Stimme, bevor es jetzt vollends versagt. Pilzsporen. Nein, ich gebe kein Geld aus, ich möchte Geld sparen. Ich sehe es kommen. Blasebalg, der bricht mir ja noch, ne? Gerade sage ich, will kein Geld aus. Kann man denn nicht basteln? Moment. Was? Ein Blasebalg, den können wir noch nicht selber machen. Warum eigentlich nicht? Bauplan fortgeschrittener Blasebalg. Ja, ich hab weggeguckt, hoffe ich. Shit, man. Ja, shit, genau. Ist einfach shit. Könnte schon auch ein bisschen billiger sein. Ich vergesse jedes Mal, dass wir ja was haben, damit es billiger sein könnte. So, kommt, lasst uns mal gucken. Ja. Das hat er nicht gewollt. Wir schauen jetzt in den Auftrag rein. Wir machen einen Auftrag hier hinten. Und ja, ich warte eigentlich immer auf dem Motorrad, um die Map mal ein bisschen weiter erkunden zu können mit euch zusammen. Weil ich denke, mit dem kleinen Motorrädel hier, Mofa, ist es einfach, ja... lange. Man ist halt so ewig unterwegs und
mit dem Motorrad ist man doch ein bisschen schneller dann unterwegs. Und ja, bis jetzt habe ich leider keins mehr gefunden. Und wir müssen erstmal wieder ein bisschen Geld aufbauen. Ob ich uns überhaupt leisten können, wenn dann doch da mal eins auftauchen sollte. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir da jetzt bekommen. Das muss man aber angucken hier. Ach, Aloe Vera nur drin, aber immerhin. Besser als nix, ne? Besser als nix. Früher wär's fliegen gewesen. Weit meckerst rum. So sind's heute, ne? Ah, die haben wir noch nicht. Ah, ein Büchel, das wir noch nicht hatten. Was war das für eins? Das wäre schön. Blasebalg gewesen wäre, ne? Den haben wir noch. Den haben wir auch noch nicht. Lauter Papier, ne? Papier bringt uns jetzt gerade nichts. Den schnappt uns jedenfalls. Ganz klar. Den lassen wir nicht aus. Aber halt, ich möchte uns jetzt aber ganz gerne... Also, das lassen wir jetzt erstmal alles da. Das schadet mal nicht mitzunehmen. Lasst uns mal eins davon mitnehmen und das lassen wir uns mitnehmen. A Coffee nehmen wir mit. Was zum Reparieren. Die schadet auch nicht. Dann haben wir einen Zuckerhindern zum Handeln, den wir immer vergessen. Zum Schlösserknacken nehmen wir was mit. Und so würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rein. Wie sieht es vom Platz her aus? Pflastersteine müssen wir jetzt auch nicht wirklich dabei haben. Die reparieren. Können wir die Steine... Ja, komm, das nehme ich jetzt mal mit. Da bin ich jetzt mal so... Aber die brauchen wir ja nicht. Wir haben ja 6 Stück dabei. So viel brauchen wir auch nicht. Einer gereicht, ne? So. Diesen Verbandskasten nehmen wir mit und das Scheufele nehmen wir mit. Das Scheufele machen wir hier hin. Das Messer machen wir hier hin. Und die Spitzhacke lassen wir da. Und das lassen wir auch da. Erdbohrer brauchen wir auch nicht. So, jetzt sind wir gut gerüstet, denke ich mal. Lasst uns reingehen. Aber schon mal gucken, was hat's denn hier? Schon mal vorab. Blei. Was ist das, was man damit kriegt? Nur Stein, das ist uninteressant. Ah, ich denke, da musst du hoch, ne? Dass du rüberkommst. Wie kommst du denn da rein? Das ist aber ein Riesending hier. Das ist ja ein Megateil, das wir hier haben. Das ist echt groß. Ich bin nass, sehr schön. Okay. Ich gehe kurz einmal außen rum. Ich möchte einmal sehen, wie groß das hier ist. Es ist definitiv nicht klein. Thank you.
Ui. Der kleine Ausflug hat sich jetzt mal gelohnt. Eine Sechser. Ey, ja. Aha. Okay, verschlossen. Das heißt, da müsste man dann am Ende rauskommen. Also da geht es richtig runter drin. Oh, das, was ich hier entdeckt habe. Wir haben ja die AK-47. Das ist eine AK. Ja, schade. Ich dachte, das ist eine AK. Was hat die jetzt? 51? 45, 6, 15 Schuss, 29 Schuss. Die ist nicht schlecht. Aber jetzt gerade halt. Boah, ich weiß nicht, soll ich da jetzt mit euch gleich reingehen? Ich könnte mir vorstellen, das wird dann was Längeres, ne? Ich glaube, das ist alles andere als klein da drin. Oder verschiebt man das auf die nächste Folge? Jetzt sind wir nämlich schon wieder voll hier. Ich bring mal kurz das Zeugs nochmal zurück. Ja, ich bin unentschlossen. Ach, kommt. Rein da jetzt. Wir gehen jetzt da rein. Und ich sehe schon. Kommt man denn da rein? Wie ist denn das gedacht? Es ist nicht so einfach gedacht, wie wir uns das vorstellen, oder? Das jetzt noch mal weg. Ich muss jetzt aber schon ein bisschen nach dem Platz gucken. Schauen wir, Platzproblem. So, aber ich komme hier nicht hoch, ne? Vielleicht mit so ein paar Würfelchen. Das bin ich ja noch durstig. Juna, trinkst heute was, meine liebste Cora. Trinke mal Apps. So dann, ne? Und dann hinein. Ah. Das könnte man aufschlagen. Dann wäre es einfacher gegangen, aber gut. Es sieht sehr interessant aus, meine Lieben. Wird es natürlich heute komplett schaffen, kann ich euch noch nicht versprechen. Vielleicht machen wir auch einen zweigeteilten draus. Also das Lichtchen leuchtet. Nicht blau, sondern weiß. Also ich möchte, dass wir hier hochgehen. Und hier geht's weiter. Da ist das nächste Licht. Hier einmal um die Ecke. Wo ist offen? Hier. Wow. Und dann geht sie die Treppe hoch. Das sieht aber sehr vertrauenserweckend aus, muss ich immer sagen. Vor allem, wenn da unten die Teile da sind. So, vielleicht. Jetzt will ich das abbauen. Das bringt mir schon mal richtig was. Das ist schon mal nicht schlecht. Wie komme ich da jetzt ohne Schaden weiter? So, boah, das ist ja ein übles Gebäude, meine Lieben. Wenn ich das mal so
sagen darf. Also das habe ich jetzt noch nie gesehen. Es gibt zumindest Kohle. Säubere Gebiet, sagt er. Das ist Medizin. Zum Glück kein allzu heftiges. Wie komme ich jetzt da am besten rüber? Ich glaube, der möchte, dass wir hier rüberlaufen. Ah, da ist nochmal ganz wichtig, Kohle. Das müssen wir unbedingt mitnehmen. Das darf man nicht da lassen. Das müssen wir hier rüber stolzieren. Ja, hat sogar funktioniert. Habe ich schon erzählt, dass ich Höhenangst habe? Aber es bin ja ich und nicht die Kara, ne? Spielt ja die Kara. Die Kara ist natürlich da was ganz anderes gewohnt als meiner einer. So. Jetzt haben wir hier so weit, das geht hier ab. Dort liegt einer, schaut mal. Haben wir jetzt die Horten geweckt, oder? Okay. Jetzt auch so aufs Bett fliegen. Flop. Ich weiß nicht, war das jetzt hier so gedacht? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt einfach mal hier runtergehüpft. Ein Tresor. Wir hätten ja hier diesen... Wir probieren es jetzt erstmal. Wie viel haben wir dabei? 13. Wir probieren es jetzt. Einmal unser Glück. Ob wir es so hinkriegen. Jetzt nicht weiter. Ich vergeude die bloß. Nee, das lohnt sich jetzt nicht. Na super. Naja, also gut. Was hätte man auch tun sollen, wenn es sich gelohnt hätte? Okay, jetzt haben wir was aufgelegt hier. Bücherregal mit nicht wirklich was drin. Okay. Das war jetzt nicht so ganz ergiebig. Nein. Darf man eintreten? Was haben wir hier? Kleine Müllis. Was hast du reingeschmissen? Knochen. Hast du einen Hühnerknochen gegessen oder was? Ja, so ein Held. Ah, so ein Held. Okay, das war jetzt nicht sonderlich ergiebig bis jetzt. Was kommt da? Entriegeln. Topfpflanze lasse ich jetzt ausnahmsweise mal da. Da gibt es sogar mal richtige Treppen noch. Ich warte schon drauf, dass wir irgendwo einbrechen, meine Lieben. Solche Häuser haben das so an sich, dass man irgendwo einbricht. Ich mach mal hier mal zu. So ein klein wenig Platz, essenstechnisch und so, sind wir noch ganz gut aufgestellt. Ich halte uns immer schön ein bisschen Platz vor, meine Lieben, dass uns das nicht zu klein wird alles, ne? Von wo klopfen die denn? Wir gehen mal vorsichtig eins runter.
Wo sind die? Oh, das sind einige, meine Lieben. Lasst uns die einen nach dem anderen. Kommen ein paar. Hey. Infiziert die Halunken. Aber da können wir zum Glück gleich ein bisschen was machen. Fleisch noch in dem Schock. So. Kommst du her? Sind von hier außen reingekommen. Ach, das sind ja aber viele gewesen, die da reinkamen. Aber gut, jetzt haben wir zumindest einen schönen Ausgang hier. Da Ruhe im Gebälk. Warte gerade, ob ich hier einfach mal. Können sie mal ein bisschen zumachen? Dann ist nicht gar so heftig gleich am Anfang. Verstecken die sich doch da auch immer, ne? Ich mach hier mal zu. Ach, da. Da hat er rausgeguckt, ne? Ist er eigentlich oben drin? Nix. Da eh auch nicht. Die Stühle lassen wir jetzt mal. Also Holz haben wir, das kriegen wir genug. Das müssen wir jetzt echt nicht mitnehmen. Aha. So, sind zeittechnisch noch ganz gut dabei. Ihr Lieben. Das könnte eine bisschen längere Folge werden, und das ist zu meiner jetzigen Verfassung. Alle Achtung. Aber solange ich nicht allzu viel rede, und sich das im Rahmen hält, ich hoffe, für euch ist das okay so, dann passt das für mich noch. Knochen lassen wir da, Chrysanthemen lassen wir da, Goldrotenpflanze würde ich ja schon mal gerne mitnehmen. Ne? Wir gucken, wenn wir aber keinen Platz mehr haben, dann wird das vernudelt. Kohle auf gar keinen Fall wegtun. Brauchen wir unbedingt. Wichtigstes Material, das wir haben können. Und komm, lass uns nochmal was essen. Gesundheitstechnisch. So weit, so gut, ne? So. Okay, dann lasst uns weitergehen. Haben wir alles? Schon, oder? Haben wir es offen gelassen? Nehmen wir mal das. Was sind Endloot haben wir noch nicht gefunden. Aber wenn es da irgendwie Katakomben gibt, so wie wir da vorne gesehen haben.
Hören wir mal zu. Dann kann es nochmal richtig interessant werden. Jetzt haben wir wieder was aufgeweckt. Da müsste irgendwo der Endloot sein. Beziehungsweise das, was wir hier suchen müssen. Ah. Hä? Ah, da! Wo bist denn du hergekommen? Ich habe dich ja gar nicht gesehen. Wo bist denn? Sag mal, warst du da unten drunter oder was? Nicht zu fassen, du. Wie? Ui, der hat einen Zucker. Der hat noch einen Zucker. Der zuckt so. Nein, gell? Ich weiß. Das Spiel ist ja auch nicht immer fair. Was ist das? Ne, das bauen wir nicht. Aber das bauen wir ab. Da ist nochmal ein Tresor. Ja! Was haben wir? 1,25 haben wir noch. Kriegen wir den Tresor noch auf, das ist gut. Das Knacken zählt nämlich jetzt noch. Ja! Jetzt haben wir ihn gekauft. Super, liebe Leute. Fortgeschrittene Blasebalg. Hätten wir nicht gekauft, hätten wir es nicht gefunden. Naja gut, egal, was soll's. Es ist ja typisch, ne? Komm, Kaffee, wir lesen es jetzt einfach mal. Bringt Punkte. Wir haben ja durch dieses kleine Missgeschick von mir haben wir ja ein bisschen Punkte verloren. Und somit können wir die wieder ein bisschen aufrüsten. Kommen wir da eigentlich hin? Müssen wir da hin, oder? Was ist eigentlich mit dem verletzten Bein? Kann ich nichts machen, oder? Nur Funde, nö. Halt von alleine weg. Alles klar. Ah, halt. Der ist schneller so weg. Oh, da ist was Feines. Vor allem, denke ich, ist das was Feines, wenn sie sich beim Auseinanderbauen richtig viel... Da kriegst du richtig Loot. Jetzt muss die Goldbutton doch raus. Wir haben ganz viel Papier irgendwo, oder? Lumpen. Wie gesagt, nur das Allernötigste, meine Lieben, nehme ich jetzt gerade mit. Da ist die Lampe. Das ist nämlich hier nicht ganz falsch. Essen. Wo ist Shem? Wo er kommt. Das essen wir doch gleich, oder? Die kommen schon von oben, ne? Da sind schon einige. Das müssen wir schon mitnehmen, den Schmodder hier. Sind wir jetzt am Ende? Ah! Verschreckt mich doch! Hi, dein Sonderladig. Kommt der da einfach ums Eck geschossen? Das gibt's denn wohl nicht, oder? Dicker Hund, die Katz. Wow. Ja, bin ich aber echt erschrocken. Ich glaube, man hat's gemerkt. Ein kleiner Aufschreier. Versiegelte Bücherkiste. Ja, da gucken wir gerade mal rein. Ja, das kennen wir auch schon. Sieht's aus. Komm. Oh, die Knöchel lassen wir da. Müssen wir da runterhüpfen, oder? In die Katakomben. Uiuiuiuiuiui. Was auch immer da uns erwarten wird, meine Lieben. Ich hoffe, das wird nicht unser Verderben sein, was wir hier gerade treiben. Boah. Das kann nicht sein, dass da keiner ist, oder? Ne, ich dachte es doch gerade. Das kann nicht sein, dass da einfach mal keiner ist. Nee. Der hängt da oben fest. Befreien wir ihn mal, oder? Da sind aber noch mehr unterwegs. Und der hat es uns jetzt recht leicht gemacht. Oh. Oh. Hier sind viele noch unterwegs, sehe ich das. Ah, die kommen von da oben alle, schaut mal.
Aber solange die da ewig brauchen, um runterzukommen, dann können wir die immer schön empfangen, ne? Das ist wie eine Schießbude. Wow. Der hat ja aber was dabei. Wollen wir ihn nicht hindern? Und Chickibung. Sorry, ich muss manchmal solche Töne vor mir geben, weil es einfach dann auch dann doch wieder ab und an mal ja, Spaß macht. In diesem Spiel schon, ne? Da gehört das einfach dazu, dass man hier ein bisschen Spaß dran hat. Muss ich hier rauskämpfen jetzt oder was? Jetzt gucken wir erstmal, was es hier für uns gibt, ne? Da haben wir noch. Ah, die ist verschlossen. So, Schloss knacken tut nicht mehr. Da ist die Zeit leider schon abgelaufen. Aber vielleicht reicht es uns ja trotzdem. Ach, gut, dass wir das eingesetzt haben. Ich könnte mir vorstellen, wenn es dumm läuft. Wie viel haben wir denn noch? 5. Jetzt machen wir erstmal hier auf. Manchmal hilft tatsächlich, eine kleine Pause zu machen und dann weiterzumachen. Was ist denn das? Bauplan Fahrzeugreserve Tankmod. Herzlichen Dank dafür. Was haben wir denn sonst noch? Stahlwerkzeugteile. Das können wir vernudeln. So eine Suppe, die essen wir gleich. Was haben wir hier? Lederstiefel. Was haben wir? Eisenstiefel. 11,9. 8,3. Was bringen die? 134 Euro. Die ist nicht schlecht. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Sehen wir? Dann klappt's. Wenn wir jetzt hintereinander probiert hätten, hätten wir verloren gehabt. Das hätten wir nicht gewonnen. Das ist ein Zeitzünder. Ja, das ist auch nicht schlecht. Und Leder, nochmal Lederstiefel. Und Munition, das ist doch gut. Munition ist gerade sehr gut für uns. Weil da haben wir wirklich nicht wirklich viel. Ne? Da müssten wir noch mehr in die Produktion gehen. Oh, glaube wieder welche, oder? Ja, da oben. Er hat sich oben durchgekämpft durch irgendwas, ne? Medizin. Was bringt eigentlich der Cognac da? Fernkampfschaden. Erhöht den Fernkampfschaden. Lass uns das doch mal probieren, oder? Aber Fernkampf, das macht man ja nur über andere Sachen, ne? Ich glaube, das war nutzlos, ne? Das war jetzt nicht wirklich sinnig. Aber egal. Er wollte auch mal mitmachen. Der liebste Kleine. So. Das soll richtig viel Papier geben, wenn wir jetzt auch ganz viel Papier rausgeschmissen haben. Das müsste aber der Endloot gewesen sein, weil... Ich sehe jetzt hier nichts mehr. Ist nur die Frage, wo es hier rausgeht. Da ist das Licht. Da leuchtet es rot. Da kann man es reinhauen. Da ist zu. Da könnte man sich... Wie ist denn das da oben? Da ist nichts. Hier. Da hinten müsste es hochgehen, oder? Jetzt kommt schon wieder einer. Na komm, Stevie. Ich helfe dir. Voila. Oh, das macht man aber nicht, ne? So, kriegst noch einen hinten drauf. Dann klopfen wir hier mal frei. Ich vermute, das könnte der Weg sein, weil da leuchtet es. Wir wissen ja, dass das irgendwie draußen über die Luke da müsste das irgendwie rauskommen, ne? Da ist bestimmt noch irgendwas. Oh, jetzt ist dunkel draußen. Okay. Es ist finster. Finster wird es. Szene ist es. Oh, der Armste hätte sich da hinten verkrochen. Oh, was war denn das?
Das war ja mal nix, ne? Die Knochen, was haben wir denn hier? Sichtbereich zweifach Mod. Hier schon wieder was. Kraxeln da draußen. Hier schon wieder was rumkraxeln. Ich denke ja auch, ne? Sichtbereich zweifach Mod. Bringt das was für den hier? Nein. Da können wir es einsetzen. Na, dann machen wir das doch nicht, ne? Hier lang. Ah. Soll ich euch was sagen? Die klopfen da dagegen, ne? Ich da jetzt öffne? Ah, ich bin offen. Wärst oberbliebe. Es ist gemein, ich weiß. Aber in dem Spiel ist man einfach manchmal gemein. So, hat's diesen... Nein, den hat's nicht neu gespawnt. Hätte ja sein können, dass der wieder neu... Oh, da ist noch eine Tasche dazu gekommen. Jumei, nehmen wir die halt auch noch mit. Wenn du schon da rumkrexelst. Ja, meine Lieben. Aber wir sind schon wieder bei 41 Minuten. Ich wollte die schöne kurze Folgen für euch machen. Aber wie es immer so ist, ne? Wenn du mal drin bist in so einem Ding, da bist du halt drin, ne? Ah, guck mal, da hat es ganz viele Leute, die so recht interessiert sind, was wir hier so anstellen. Aber die Neugierde zahlt sich definitiv nicht jedes Mal aus. Wow, schönes Bild hier. Und jetzt fängt es an zu regnen, das ist für ein Stichwort. Regen fängt an. Wir fahren nach Hause, meine Lieben. Ich bedanke mich ganz herzlich für euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war bei euch ein bisschen okay. Ja, dass ich euch ab und zu mal ein bisschen was vorhusten musste und die Stimme nicht ganz so wohlig klang wie sonst, wie es gewohnt seid vielleicht. Ja. Ansonsten sage ich mal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir haben noch ein Loot das nächste Mal zum Abholen. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause, leeren unsere Taschen aus. Morgen gehen wir zum Händler, geben den Auftrag zurück. Und ja, wir haben hier noch ein bisschen was zum Ausbauen. Wir müssen mal gucken, weil oben auf dem Dach möchte ich auf alle Fälle noch was die zu dem automatische Pistole da, die Maschinenpistole installieren. Für die Hortennacht, damit von oben auch alles soweit ja, vernichtet wird, beziehungsweise abgeschossen wird. Nicht, dass die sich benachteiligt vorkommen am Ende. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.